Es ist ziemlich bedrückend, wenn man sowas liest, erfährt. Man fühlt sich komisch, ich weiß nicht, ein bisschen anstrengend vielleicht auch schon, ja. Ängstlich nicht, aber damit zu arbeiten, dass zu analysieren, wie viele Leute gestorben sind, getötet wurden, und das waren ja größtenteils Arme und Schwache, das zu begreifen, wie man sowas machen kann als Mensch, wie man sowas gut finden kann, ist ein komisches Gefühl. Es war schon komisch. Also ich glaube, so richtig vorstellen kann man sich das jetzt nicht, weil man war ja nicht dabei. Und das Gefühl, was sie hatten, konnte man, glaube ich, jetzt nicht genau nachempfinden. Aber dass, wenn man da eine Weile drin stand und sich dann nach einer Weile klar war, dass da jetzt Menschen gestorben sind, besonders in der Gaskammer, dann war das schon so, man hat sich halt vorgestellt, dass unter einem, als ob man auf Leichen steht. Ich war eher enttäuscht von der Menschheit und wie man überhaupt so grausam sein kann. Na, ich habe mich in den Räumen nicht sehr wohl gefühlt. Also es war schon sehr beklemmend. Ich habe kaum Luft gekriegt in den Räumen. Ja, weil ich mich da auch sehr doll reinversetzt habe in die Situation. Ich habe mir das bildlich vorgestellt, wie ich da drinnen stehen würde und mitkriegen würde, dass es sich nicht um eine Dusche handelt zum Beispiel, sondern um eine Gaskammer. Die Gedenkstätte in Bernburg ist für die grauenhaften Taten der Nationalsozialisten bekannt und soll an die rund 200.000 Menschen erinnern, die dort misshandelt und ermordet wurden. Dieser Ort war 2015 ein Anlaufspunkt für einige Schüler des Burggymnasiums aus Wettin. Diese nutzten diese Exkursion dafür, um sich näher mit dem Zeitraum und mit den Verbrechen auseinanderzusetzen. Bernburg gibt uns ganz viele Quellen, stellt viele Sachen zur Verfügung, um was rauszuarbeiten, weil das Thema in der Schule ja wirklich nur minimal angerissen wird. Und wir können das hier sehr gut aufarbeiten und das uns unser Wissen und unsere Erarbeitungen dann auch unserer Schule zur Verfügung stellen. Also ich glaube, am besten oder am meisten haben wir einen Vorteil mit den Arbeitern hier, mit den Mitarbeitern. Zum Beispiel haben wir eine sehr nette Betreuerin sozusagen, die halt die ganzen Quellen hier fast auswendig kann und halt die ganzen Opfer und Täter halt kennt. Und wir haben hier super viele Ordner, wo noch extra Informationen dazu sind. Und es ist einfach so die erste Quelle sozusagen. Wir sind am nächsten dran und da kann man am besten arbeiten, als wenn man jetzt im Internet recherchiert oder so. Neben den Recherchearbeiten zählten auch Führungen durch das Gebäude dazu. So konnten sich die Schüler auch besser ihre Themen auswählen und diese intensiver bearbeiten. Ich finde, am interessantesten sind generell bei dem ganzen Thema die Menschen. Also man kann natürlich gibt es auch eine Gruppe mit der Organisation von dem ganzen Gebäude hier und mit der Geschichte, aber die das hier miterlebt haben und die halt hier gestorben sind und die halt als Kranke bezeichnet worden und die halt ja auch gearbeitet haben. Ich finde, das sind so diese Sachen, die am meisten mich interessieren. Am meisten interessiert mich daran, dass wirklich jeder getäuscht wurde, der Außenstehender war. Also die Familien wurden getäuscht, selbst die betroffenen Leute wurden bis zum Schluss getäuscht. Und das ist ziemlich wichtig in dem Thema und deswegen haben wir uns das auch ausgesucht. Zur Erleichterung der Arbeit stand die Leiterin, Frau Dr. Hoffmann, den Schülern für Fragen zur Verfügung. Es ist sehr schwierig manchmal auch, weil über viele Jahre hinweg sich niemand mit dem Thema beschäftigt hat. Das heißt, es sind viele Materialien verschwunden. Es ist schwierig, weil wir keine Überlebenden haben, sondern uns alles sozusagen mittelbar zusammenholen müssen. Und es ist schwierig, weil man sehr viel mit Angehörigen zu tun hat. Und das ist immer ein ganz besonders sensibler Bereich.
Wir beschäftigen uns mit der Organisation der Anstalt in Bernburg, ja. Na, wir sind jetzt so weit, dass wir schon die innere Organisation ein bisschen gegliedert haben, beziehungsweise uns da ein bisschen rausgefunden haben. Und haben halt jetzt schon viel recherchiert über Urkunden, über Statistiken und werten es gerade aus. Oder wir beschäftigen uns mit den Tätern und mit den Opfern. Insbesondere wollten wir jetzt halt autoritäre Personen, zum Beispiel den Leiter, nochmal unter die Lupe nehmen, wie er halt dazu kam, überhaupt hier zu handeln und so. Und eben die Opfer, die halt hier gestorben sind. Also wir haben ganz viele Lebensläufe und Biografien und Interviews auch von verschiedenen Krankenschwestern, die hier gearbeitet haben, es rausgefunden haben und dann gekündigt haben und halt Zitate auch ohne Ende von den ganzen Menschen. Durch diese tiefen Einblicke hinter die Fassade der Hinrichtungsstätte kamen vor allem die Schüler an ihre emotionalen Grenzen. Fassungslosigkeit, Trauer und andere Gefühle spielten dabei eine große Rolle. Hier drin wird mitunter erbrochen, hier drin wird auch Blut gespuckt und derjenige, der als erster umfällt, hat genauso wenig Chance wie der Letzte. Frau Dr. Hoffmann erzählt uns über ihre Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen oder Personen, denen das Thema besonders nahe geht. Also bei den Angehörigen kann ich das jetzt nur aus meiner Wahrnehmung wiedergeben. Das ist ein ziemlich breites Spektrum. Das reicht also von Irritation, Verwunderung, Erschrecken, schon ein bisschen auch zu Trauer. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel die betreffenden Personen vorher schon wussten. Und was, wenn, und die, haben die dann auch irgendwie geschrien oder haben die sich gegenseitig, keine Ahnung, unterhalten? Ich habe mal so ein Video gesehen und da wurde gezeigt, dass sie wirklich erst gedacht haben, sie duschen. Und danach haben sie halt gemerkt, dass sie ein Kratzen im Hals spüren, dass sie keine Luft mehr kriegen. Dann haben sie angefangen zu husten, sind zusammengebrochen. Und da haben sie halt schon gewusst, was Sache ist. Und ja, unterhalten haben die sich da nicht mehr. Also die haben da wirklich geschrien, um ihr Leben geschrien, weil sie genau wussten, dass das ihr Ende ist. Und meine Emotionen, muss ich sagen, die habe ich in dem Moment unter Kontrolle zu haben. Weil der Fokus liegt dann auf den Angehörigen und es geht dann nicht darum, was ich in dem Moment fühle, sondern dass ich mich darauf konzentriere, diese Leute möglichst gut zu betreuen. Und da kann man nicht in sich reinhorchen, sondern muss sich ganz auf den anderen Menschen konzentrieren. Es ist ein eigenartiges Gefühl, zu wissen, dass man da steht, wo Menschen ermordet worden sind, wo Menschen starben in Massen. Es ist sehr bedrückend, es nimmt einen mit und so ganz habe ich das auch noch nicht verarbeitet. Ja, ich denke, also in den nächsten Tagen werde ich das realisiert haben, was genau hier passiert ist. Jetzt darüber zu reden, fällt mir ein bisschen schwierig, aber es geht. Also es gibt auch immer mal unter den Schülern und Schülerinnen, meistens handelt es sich um die Herrnerschöpfung, Schüler, die eine Übersprungreaktion zeigen, die also versuchen, mit einer besonderen Alberheit die Sache irgendwie zu kompensieren. Damit können wir umgehen. Meistens reguliert sich das in den Gruppen selber. Wir haben aber auch manchmal Schüler da ist es schlicht und ergreifend schlechtes Benehmen. Und wer sich selbst nicht respektiert, wird auch keine anderen Menschen respektieren. In der damaligen Zeit wegen leichter Krankheiten oder Behinderungen selbst durch die Vorschriften gefährdet zu sein, war ebenfalls ein heikles, aufwühlendes Thema für die Schüler. Naja, wenn man sieht, dass man gefährdet ist, dann kann man das sowieso nicht nachvollziehen. Ich meine, dass man Allergiker ist, das ist zwar eine schlimme Sache, aber ja, das ist kein Grund, sich nicht fortzupflanzen, weil das muss nicht unbedingt vererbt werden. Und das haben die damals völlig anders gesehen. Die haben das Trinken
zum Beispiel auch als vererbbare Krankheit gesehen und dafür gar keine wissenschaftlichen Begründungen gehabt. Ja, also ich würde mich da total unwohl fühlen, wenn ich selber betroffen wäre. Also ich glaube, man hätte ja mit jeder Krankheit, die man gehabt hat oder immer, wenn man auf dem Rahmen gefallen wäre mit irgendetwas, was halt nicht der Norm entsprochen hätte, dann hättest du sofort Angst. Ich hätte sofort Angst gehabt, dass man da irgendwie sofort untersucht wird. Und ich meine, so wie wir auch schon gehört haben, den Ärzten, den hat man halt vertraut. Und dass meine Eltern mich zu dem Arzt geschickt hätten und der hätte etwas gesagt, meine Eltern hätten ihnen vertraut, dass ich irgendetwas bräuchte und dann hätten, also dass das im Gesetz festgelegt war, das hat ja auch zu sagen, dass man sich selber nicht wehren konnte und man konnte halt auch nicht sicher sein, dass man jetzt geschützt wird und dass es den Ärzten wirklich um die eigene Gesundheit geht. Und ich glaube, es war auch ganz, ich könnte auch keinem vertrauen, dass der mich jetzt so behandelt, wie es für mich am besten ist. Also ich glaube, ich hätte Angst gehabt. Ja, ich hätte mich auch nicht sicher gefühlt. Neben der Analyse der Todesopfer und Todesarten untersuchten die Schüler auch die Organisation dieses Systems. Vieles hinterfragten sie und zogen ihre eigenen Schlüsse. Also wir beschäftigen uns eher jetzt mit der Aktion T4, also durch welche Sachen das finanziert wurde. Und, aber an sich ist halt uns schon ein bisschen klar, wie der Ablauf so ein bisschen war. Also die wurden wirklich von weit her hierher transportiert. Von weit her deswegen, weil entweder kein Platz in irgendwelchen anderen Anstalten war oder weil halt sehr viel verschleiert werden sollte. Da wurden die hierher gebracht. Das Standesamt hat schon die Todesurkunden gefälscht ausgestellt. Und dann wurden die halt hier gezielt vernichtet, vorher untersucht und dann... Wir haben die Euthanasie im Allgemeinen, also die Ermordung von Kranken, Leute mit Handicap, sozial Auffällige schon. Und sozusagen, wie das organisiert wurde, wo das organisiert wurde, wer dafür verantwortlich ist. Es fasst das Ganze nochmal zusammen und bildet das Große. Also wir hoffen halt, dass wir Hintergründe herausbekommen und halt dieses, wie ein Mensch dazu kommt, hier zu arbeiten, ob das halt, weil hier eine gute Bezahlung war oder so und dann nimmt man das halt hin, dass halt dafür Menschen sterben oder weil die Persönlichkeit von ihm wirklich so war, dass er da keine Skrupel hatte. Ja, und was die Opfer halt wussten, also von dieser Euthanasie. Um persönlich mit dem Thema abzuschließen, lassen die Schüler und Frau Hoffmann Revue passieren. In Deutschland sicherlich nicht mehr, also auch in ferner Zukunft. Ich denke, da hat man Lehren draus gezogen. In anderen Ländern, ich denke mal in kapitalistischen, westlichen Ländern bestimmt nicht mehr. Aber in Entwicklungsländern vielleicht. Aber auch in dem Ausmaß, das stelle ich mir schwierig vor. Also es haben bestimmt Leute die Ansicht, dass die Rasse geschützt wird, wenn man halt die Fortpflanzung von zum Beispiel geistig Behinderten nicht zulässt. Aber ich denke nicht, dass man das wieder umsetzen kann, nicht unter den heutigen Bedingungen. Also ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal wieder zum großen Thema wird, dass die Euthanasie nochmal durchgezogen wird und das, weil es geht auch total viel um Toleranz auch in den ganzen Schulen und dass man halt kein Rassist ist. Also ich finde es nicht so wirklich gut, dass heute hier noch behandelt wird, denn ich glaube, damit wird das so ein bisschen vermischt, die Gedenkstätte und das Krankenhaus. Ich würde nicht sagen, dass das so gut zusammenpasst und als Patient selbst. Ich würde mich vielleicht auch ein bisschen komisch fühlen, wenn ich weiß, dass hier tausende Menschen ermordet worden und ich jetzt auch hier behandelt werden, auch wenn das sehr lange her ist. Also ich gehe immer einfach davon aus, es würde vielleicht helfen, wenn jeder das seinem Nachbarn zugesteht, was er für sich selber haben möchte. Nämlich eine gewisse Freiheit des Denkens, des Lebens, der Lebensart, des Lebensstils, aber auch der Hilfe, dass nicht das wichtigste Wort im Leben aus drei Buchstaben besteht und ich heißt, sondern dass man einfach auch mal zugreift, ohne zu wissen,
ob man dafür entlohnt wird oder ob es was bringt oder ob es irgendeinen Sinn macht. Wenn man einfach mal hilft mit dem Gedanken, dass jeder von uns mal in so eine Situation kommen kann und dass es ganz nützlich wäre, wenn man dann selber auch Hilfe bekäme.